Also man hat ja oft das Gefühl, dass Religion omnipräsent ist. Es gibt diese medialen Debatten, es wird über den Islam gesprochen, über das christlich-jüdische Abendland und so weiter. Aber unser Eindruck ist eigentlich, es ist oft ein Schweigen oder auch eine Unkenntnis darüber, was das eigentlich für Menschen und auch gerade für Jugendliche in ihrem Alltag tatsächlich bedeutet. Wir brauchen auch noch mal mehr Prozess, Debatte, wo wollen wir vielleicht gemeinsam hin? Und ich glaube auch, dass es sowas braucht wie ein gemeinsames Wertebewusstsein, wo wir uns einfach auch hinarbeiten wollen. Und da glaube ich, liegt auch eine ganz große Chance. Also ich denke, um zusammenleben zu können, muss eigentlich so eine Ambiguitätsfähigkeit stattfinden. Also mit Differenzen und mit Konflikten und mit komplexen Situationen umgehen zu können. Das ist etwas, glaube ich, was man erlernen muss erst, aber es ist eines der wichtigsten Dinge, was man vermitteln kann. Und da denke ich, ist politische Bildung genau der Weg, die aufzeigt, wo es Vielfalt, wo es Miteinander. Wir trainieren Leute mit Fluchterfahrung und wir gehen zusammen zur Schule und wir reden mit jugendlichen Leuten über Kleinigkeit, über alltägliche Themen. Gibt's Schüler, die ihre Eltern sagen, gegen was versuchen zu empowern. Sie kommen und sie haben bestimmt mit ihren Eltern gestritten, aber am nächsten Tag, sie haben was zu sagen. Sie haben Gründe, warum sie denken so. Sie wollen ihre Meinung ändern. Hier siehst du, warum unsere Arbeit ist interessant und wichtig auch, um eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Man hat mehrere Identitäten. Es wird ja mal so getan, als hätte man nur eine Identität und das wäre die religiöse. Ist es halt nicht. Aber ja, ich finde Wissen einfach über bestimmte Religion oder Kulturen oder sonst was generell wichtig für alle, die in Deutschland leben, weil wenn wir sagen, wir sind eine offene, vielfältige Migrationsgesellschaft, dann soll bitte auch Migration ein Thema sein und nicht immer so als Phänomen dargestellt werden, sondern als Lebensrealität. Ja, als Peer Educator gehen wir in Schulklassen und reden über diese vier Religionen, reden über Gemeinsamkeiten, reden aber auch über Unterschiede und ich erzähle ganz oft persönliche Geschichten, die ich mit diesen Religionen oder mit mir selbst in Verbindung bringe und schaffe dadurch einen Zugang zu diesen Themen. Das Aushandlungsprozess in unserer diversen Gesellschaft demokratisch geschehen ist nicht selbstverständlich. Gerade für Jugendliche heißt das, dass sie Räume und Anlässe brauchen, um bestimmte Dinge zu üben. Sie müssen eigene Positionen bestimmen und vertreten können, sie müssen Konflikte austragen und Differenzen aushalten können. Solche Räume möchten wir Jugendlichen im Projekt anbieten.